Ja, herzlich willkommen zu diesem Ubuntu-Lehrgang. Ich möchte dir jetzt hier zeigen, wie man von der Unity-Oberfläche von Ubuntu, die es ab der Version 11.04 gibt, auf die klassische 2, ja, GNOME-Oberfläche umschalten kann. Dazu wählst du hier diesen Weg hier rechts oben. Du kommst hier dann zu den Systemeinstellungen und hast dann hier mehrere Möglichkeiten, hier Einstellungen vorzunehmen. Wir wählen uns hier bei System den Anmeldebildschirm aus. Ich muss den diesen Anmeldebildschirm entsperren. Das mache ich hier mit meinem Masterpasswort. Jenes Passwort, das man bei der Installation gewählt hat, gibt das ein. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, jene Einstellungen vorzunehmen, die Ubuntu dann ausführen muss, wenn es gestartet wird. Wenn man hier Ubuntu hat, dann wird die neue Oberfläche ausgeführt. Und wenn du jetzt aber hier Ubuntu Classic nimmst, dann wird die klassische Oberfläche ausgeführt, wenn der Computer neu gestartet wird. Ich gehe jetzt auf Schließen, schließe das Kontrollzentrum und starte Ubuntu neu. Ich habe Ubuntu neu starten hier. Klicke auf Neu starten. Ubuntu startet jetzt dann neu. Wir werden dann Ubuntu nach einer gewissen Zeit, das dauert bei jedem Computer halt dann etwas länger, die klassische Oberfläche sehen. Ich klicke jetzt hier auf Anmelden. Wir hören schon die klassische Musik und ich sehe jetzt hier die klassische Oberfläche von Ubuntu.